herzlich willkommen zur Veranstaltung Europäische Klimapolitik, wo bleibt die Gerechtigkeit? Das ist die letzte Veranstaltung, die wir haben in der Reihe Europa in Bewegung und Hessen mittendrin. Wir hatten bisher 4 Veranstaltungen und zwar zu den europapolitisch relevanten Themenfeldern. Wir haben Lieferketten behandelt, das Lieferkettengesetz, das europäische, was ja ursprünglich abgelehnt worden ist im Europäischen Rat, aber dann jetzt doch vorliegt, verwässert. Dann haben wir uns zuvor hatten wir uns beschäftigt mit der Austeritätspolitik der Europäischen Union. Wir hatten Gäste, internationale Gäste da, aber auch Gäste vom Europäischen Parlament, so wie Helmut Scholz beispielsweise. Und wir haben uns dann auch noch mit der Asyl- und Migrationspolitik, was ja sehr heiß debattiert wird im Augenblick, beschäftigt und auch mit Arbeitsmigration. Und dies ist nun die Veranstaltung zu Klimagerechtigkeit. Ich darf Sie und euch im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und Brüssel herzlich willkommen heißen zu dem heutigen Abend. Wir haben hervorragende Gäste da. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Sabine Leidig gewinnen konnten. Bekannte, hier, vor allem hier im Ort sehr bekannte. Ich möchte mich aber, bevor wir anfangen, tatsächlich sehr, sehr, sehr herzlich bei Desire bedanken für ihren Einsatz. Sie waren bei allen Veranstaltungen anwesend, hat moderiert oder auch auf dem Podium teilgenommen. Insofern herzlichen Dank für deinen Einsatz. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei euch, Sophie, und auch bei Franziska, dass ihr heute da seid. Und online zugeschaltet haben wir Juliane Schumacher. Mit Juliane arbeiten wir tatsächlich in Brüssel schon seit längerem zusammen. Daher vielleicht eine kurze Anmerkung. Wir haben draußen einen Tisch, da könnt ihr euch die Bücher und auch Giveaways, die wir da haben, tatsächlich mitnehmen. Und ein Buch, das wir, vor 3 Jahren war das, Juliane, glaube ich, das wir publiziert haben, war Green New Deals. Das Buch ist tatsächlich verfasst worden, geschrieben worden von der Juliane. Und es geht da um alternative Ansätze zu einem Green New Deal, was wir jetzt vorliegen haben in der Europäischen Union von der Europäischen Kommission, genauer gesagt, was präsentiert worden ist von der von Leyen. Das ist der Green Deal, das ist ein anderes Projekt, als wir uns das vorstellen. Dazu wird sicherlich Juliane einiges gleich sagen. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, dass Sie heute da sind. Wir werden nach der Diskussionsrunde, nach dem Panel, werden wir uns dann tatsächlich in kleinen Gruppen zusammenfinden und dann zu den verschiedenen Themen, die wir hier anschneiden, dann auch diskutieren. Und damit möchte ich schon das Wort, Sabine, dir übergeben. Bitte sehr. Ja, schönen Dank. Ich beginne gleich damit, alle vorzustellen, die hier vorne sitzen und am Bildschirm zu sehen sind. Ich gehe da gleich noch mal ein bisschen weg, damit ihr Juliane besser sehen könnt. Mit ihr fange ich an. Juliane Schumacher hat, Arif gerade schon gesagt, hat dieses schöne Buch gemacht und arbeitet als Mitglied der Arbeitsgruppe Environment and Justice, Umwelt und Gerechtigkeit, am Leibniz-Institut Moderner Orient in Berlin. Da sitzt sie auch in Berlin. Und sie forscht zu Fragen zu den politischen Ökologien und Ökonomien des Klimawandels mit einem Schwerpunkt auf Nord- und Westafrika. Ihr werdet gleich sehen, dass wir hier wirklich weltweit sozusagen, also mit der weltweiten Perspektive aufgestellt sind auf diesem Podium. Franziska Müller, seht ihr hier, ist Professorin an der Universität Hamburg für globale Klimapolitik, Energietransition und postkoloniale Studien. Und sie forscht mit ihrer Arbeitsgruppe zusammen mit Gewerkschafterinnen und AktivistInnen aus Südafrika, Sambia, Namibia und Ghana. Außerdem ist sie seit Jahren aktiv, Aktivistin kann man sagen, in der Klimagerechtigkeitsbewegung und bei der Gruppe Kassel Postkolonial. Herzlich willkommen. Neben ihr und neben mir sitzt Desiree Becker, über die Arif gerade schon Lobendes gesprochen hat. Desiree ist Kandidatin der Linken für die anstehende Europawahl und ist auf Listenplatz 7 dieser Europawahlliste und mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft Europaabgeordnete, wenn ihr hoffentlich alle mit dazu beitragt. Desiree hat tatsächlich Mathematik und
Politik und Wirtschaft studiert auf Lehramt, aber sie arbeitet schon seit einiger Zeit als Gewerkschaftssekretärin, jetzt bei Verdi, ist für Jugendarbeit zuständig und außerdem ist sie aktive Kommunalpolitikerin in Gießen. Herzlich willkommen, Desiree. Und neben mir sitzt Sophie von Redeker, die ausgebildete Schauspielende ist, wie ich gelesen habe. Aber derzeit promoviert Sophie in ökologischer Agrarwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, also auch in Gießen, und zwar zu landwirtschaftlichen Perspektiven auf die sozial-ökologische Krise des Mensch-Natur-Verhältnisses im sogenannten Anthropozän. Spannend, finde ich. Aber wir werden gar nicht dazu kommen, all diese spannenden Expertisen hier auszuschöpfen. Was passieren wird, ist, dass wir Impulse kriegen. Zuvor aber möchte ich mich noch bei Arif Rüsgar bedanken von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der einen bestimmten Bereich im Brüsseler Büro leitet, Wirtschaft und Handel. Und außerdem bei Maurice, der da hinten wirbelt und die Möglichkeit erschafft, dass wir tatsächlich Juliane aus Berlin hier bei uns haben. Erstens und zweitens, dass alles, was hier auf dem Podium vorgetragen wird, auch im Internet erstens live angeschaut werden kann, aber noch viel wichtiger, dort auch nachher zur Verfügung steht, damit Menschen, die heute nicht dabei sein können, dann noch die Gelegenheit haben. Das ist toll, vielen Dank dafür, Maurice. Mein Name ist Sabine Leidig, hat Arif schon gesagt. Ich war von 2009 bis 2021 Bundestagsabgeordnete für die Linke Hessen mit Schwerpunkt Verkehrswendepolitik, bin jetzt auch kommunalpolitisch schwer aktiv und außerdem im Institut Solidarische Moderne und auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch auf Bundesebene immer mal wieder eingespannt. So. Also der Ablauf wird jetzt so sein, dass wir eine geballte Ladung Input kriegen. Keine Sorge, wenn euch das alles zu schnell geht und ihr vielleicht nicht alles gut versteht und vielleicht das eine oder andere noch nachfragen wollt, dazu gibt es Gelegenheit im Anschluss an diese erste Dreiviertelstunde. Wir haben da so Tische vorbereitet und die drei Vortragenden, die hier sind, werden an den Tischen sitzen und Arif wird den Tisch übernehmen, der sozusagen Julianes Input dann weiter verarbeiten kann. Und ich glaube, Silvia ist vielleicht auch da und kann noch was machen zu Witzenhausen, aber da werden wir dann 20 Minuten lang Zeit haben, in kleinen Gesprächsgruppen einfach noch ein bisschen weiter zu reden. Und dann geht es wieder zurück aufs Podium und am Schluss wird noch mal geguckt, was war jetzt eigentlich in den Gesprächen wichtig. Und damit kriegen wir dann, glaube ich, einen ganz guten Abschluss für eine Abendveranstaltung, die natürlich nicht dieses riesige Thema erschöpfend behandeln kann, aber hoffentlich genug Impuls gibt, euch auch vielleicht ein bisschen weiter zu reden und weiter zu lesen. Vielen Dank. Der Applaus ist jetzt schon für Juliane. 15 Minuten hast du Zeit, uns allen hier zu erklären, was eigentlich dieser europäische Green Deal ist und was vielleicht auch eine linke Kritik daran ist. Und ich hoffe, wir hören dich jetzt gut. Ja, ich versuche es mal. Hört ihr mich? Ja, gut. Genau. Ich fange auch ganz sanft an. Genau, ich habe einen kurzen Film, nicht erschrecken, das ist so ein Imagefilm von der Europäischen Kommission für den Green Deal, der ist ganz kurz, eine Minute, aber ich glaube, man kriegt da so einen Eindruck, wie die das darstellen. Ich hoffe, das funktioniert. Probieren wir es mal. So.
Wir hören den Ton nicht, aber wir können lesen, was da steht. Ich hoffe, es hat funktioniert. Genau. Aber wir haben nichts gehört. Aber okay, dafür aber hören wir dich jetzt. Konntet ihr wahrscheinlich so ein bisschen. Konntet ihr die Untertitel sehen? Ja. Okay. Also, vielleicht reichen auch die Bilder. Genau, da war noch so ein bisschen schöne Musik dabei, so Klavierspiel dazu. Genau, aber ich glaube, es gibt trotzdem so einen Eindruck, wie die Europäische Union ihren Green Deal darstellt. Jetzt nochmal eine. Das seht ihr? Seht ihr die Präsentation? Ja, sehen wir. Ja, jetzt schon. Genau. Der Europäische Green Deal ist ein Programm, das 2019 angekündigt wurde und von der Kommissionspräsidentin von der Leyen und das seitdem umgesetzt wird. Also es ist nicht ein geschlossenes Programm, sondern das besteht aus ganz vielen Programmen. Es ist auch so ein bisschen unklar, was da eigentlich genau dazugehört und was nicht. Also da gehört quasi eine neue Landwirtschaftsinitiative dazu, jetzt eine neue Industriestrategie. Das ist quasi wie so ein Rahmenprogramm, das verschiedene Bereiche umfasst. Die Grundidee oder das Grundziel, das es umsetzen soll, ist eben die EU bis 2045 klimaneutral zu machen. Und das bedeutet, also das Zwischenziel ist jetzt bis 2030 die Emissionen, falsch vertippt hier, das ist bis 2040 gemeint, bis 2040 sollen die Emissionen um 55% gesenkt werden, immer gegenüber dem Zeitraum von 1990. Jetzt gerade kam die EU-Kommission raus mit einem neuen Vorschlag, das ist quasi noch nicht beschlossen, aber hat quasi eine Empfehlung ausgesprochen, dass dann bis 2040 eben 90% Emissionen reduziert werden sollen gegenüber 1990. Genau, immer schöne Ideen, also schöne Ziele setzen sozusagen, aber die Frage ist ja, wie soll das umgesetzt werden? Und da ist eben dieser Green Deal, der wie gesagt so verschiedene Bereiche umfasst, für den ist auch Geld vorgesehen. Und zwar speist er sich aus verschiedenen Quellen, deswegen variieren die Zahlen auch so ein bisschen, wie groß der tatsächlich ist, weil es gibt manche Bereiche, die kann man dazu rechnen oder nicht. Und das ist quasi ein Teil eben des normalen EU-Budgets von 21 bis 27 und ein Teil von diesem großen Programm, das die EU während und nach der Pandemie aufgelegt hat, um quasi die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Davon sind eben ein Teil vorgesehen für Klimaschutzmaßnahmen oder insgesamt Umweltschutzmaßnahmen. Und der andere Teil wird finanziert aus den Einnahmen, die generiert werden durch neue Instrumente. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Der Green Deal, warum heißt der so? Das ist quasi mein Spezialgebiet. Der hat nämlich eine Geschichte. Und zwar gab es 2019, also als Ursula von der Leyen kandidiert hat als neue Kommissionspräsidentskandidatin, eine starke Bewegung ausgehend von den USA. Da haben sich eine soziale Bewegung gegründet, die sich so ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie kann man denn die Klimabewegung
stärker voranbringen. Das war noch vor Friday for Futures, also sind zur gleichen Zeit, die so untersucht haben, wann waren denn Bewegungen erfolgreich und was ist eigentlich der Hauptknackpunkt, warum funktioniert das nicht, warum stehen die Leute nicht hinter der Klimapolitik, also der ehrgeizigen Klimapolitik, die man bräuchte. Und ein Hauptpunkt, zu dem wir gekommen sind, ist, dass die Klimapolitik eben sozial sehr ungerecht ist und viele Leute damit nichts anfangen können, weil sie nicht das Gefühl haben, das wird ihnen was bringen und dass in den USA eben die soziale Ungleichheit so enorm zugenommen hat und viele Leute ganz andere Sorgen haben. Die Idee, die daraus entstanden ist und die auch dann relativ schnell sehr populär geworden ist, war die Idee eines umfassenden Programms, das eigentlich zwei Krisen lösen sollte, nämlich eben diese Krise der sozialen Ungleichheit und die Klimakrise. Ihr seht hier diese schönen Poster, ich bin ein großer Fan von diesen Postern, also es sind sehr viele Künstler und Künstlerinnen haben das unterstützt, haben, wenn man das mal googelt sozusagen, findet man da ganz viele Sachen, wenn man so Art, Green New Deal Art sucht. Genau, also es wurde sehr breit und wurde dann tatsächlich auch sehr prominent, weil es eben damals war, stand der Wahlkampf, also stand die Wahl bevor, die Präsidentschaftswahl und einige Kandidaten haben das aufgenommen und es gab eine sehr starke Bewegung auch von Abgeordneten, das zu unterstützen und da tatsächlich konkrete Programme auszuarbeiten und das auch ins Repräsentantenhaus einzubringen. Genau, das war also dann so die Sache der Stunde. Und das ist natürlich auch an Frau von der Leyen nicht vorbeigegangen. Sie ist ja eine kluge und erfahrene Politikerin. Und diese Green New Deal-Idee hat sich auch in anderen Ländern sehr schnell verbreitet. Also in ganz vielen Ländern, sowohl in Europa, in vielen Ländern auch des globalen Südens, wurde die Idee übernommen und es wurden Vorschläge für Green New Deals für das jeweilige Land gemacht, teilweise auch globale Green New Deals. Und von der Leyen hat das aufgenommen und hat quasi das so ein bisschen abgewandelt für ihre Zwecke und hat das als ihr Programm oder ihre Idee für ihre Kommissionsvorsitzzeit sozusagen eingebracht. Warum New Deal oder Green Deal? Das geht zurück, weil die Aktivistinnen in den USA sich als Vorbild den New Deal von Roosevelt genommen haben, dem Präsident in den 30er Jahren in den USA, der damals ein sehr großes, umfassendes Reformprogramm umgesetzt hat, was so ein bisschen in den USA bis heute gilt, dass es die USA aus der Wirtschaftskrise geführt hat, indem er massiv investiert hat. Es hat ja auch ganz viele Komponenten. Also zum einen wurde zum ersten Mal in den USA wirklich ein Sozialsystem aufgebaut. Es hatte sehr umfassende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, aber gut bezahlt, sozusagen, um die ganzen vielen Arbeitslosen zu der Zeit wieder in Arbeit zu bringen und die dann so ganz viel gemacht haben. Also es wurde große Teile der USA elektrifiziert, es wurden Straßen gebaut, Eisenbahnlinien gebaut. Er wurde auch ganz viel wieder aufgeforstet, Umweltschutzmaßnahmen umgesetzt, aber auch gab auch Programme für Künstlerinnen und Künstler. Also es war sehr breit und das ist sozusagen das Vorbild deswegen dieses New Deal. Und bis heute zehrt im Grunde die USA von der Infrastruktur, die damals geschaffen wurde und in die seitdem nicht mehr viel investiert wurde in den letzten 30 Jahren. Genau, das hat die EU übernommen. Allerdings hat sie sozusagen gegenüber dem diesen Vorschlägen hat der jetzige Green Deal der EU einige Probleme. Und genau das wäre jetzt auch schon so ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich das Problem mit dem Green Deal? Also in dem Video vorhin sah das ja alles ganz toll aus und in vielen Aspekten spricht das ja auch das an, was gefordert wird. Dieser Umbau, der große Umbau der USA. Genau, ich möchte erst auf zwei Punkte, eigentlich drei Punkte eingehen, die manchmal genannt werden, die so, genau, also es gibt oft eine Kritik, also gerade von Klimaaktivistinnen, dass die EU-Klimapolitik nicht wirksam sei, also dass da überhaupt nicht keine Emissionen reduziert werden. Das lässt sich tatsächlich nicht wirklich sagen. Tatsächlich sind die Emissionen in der EU stark gesunken und manche sagen auch schon, da findet schon so eine Entkopplung statt. Also wir haben zwar nicht so stark, wie die EU es machen wollte, aber sind wir momentan bei minus 32,5% gegenüber 1990. Da kommt natürlich auch viel mit rein, dass quasi nach dem Ende der Sowjetunion da sehr viel schmutzige Industrie quasi stillgelegt wurde oder abgebaut wurde. Genau, es kommt sicher auch eine Verlagerung dazu in andere Länder, wo jetzt produziert die dreckigen Sachen produziert werden. Aber trotzdem kann man sagen, da ist schon eine gewisse Wirksamkeit und genauso ist es tatsächlich auch, ich habe jetzt letztes Monat sehr viel im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet, dass da tatsächlich was passiert. Also wenn man jetzt so auch in Industrieverbänden schaut oder also dieser Umbau
beispielsweise der Energiesysteme, der läuft so. Und da gibt es wirklich, da passiert super viel. Also das ist, ich glaube, man könnte jetzt nicht sagen, da passiert nichts und das ist alles immer das Gleiche. Da findet wirklich ein Umbruch statt. Das ist tatsächlich auch ein Hintergrund, dass nämlich sich da in den letzten Jahren ein starker Wandel ergeben hat. Also dass davor auch tatsächlich viele Industrieakteure immer noch so auf der Bremse standen und gesagt haben, nee, oh, hier, wir müssen die alten fossilen Brennstoffe erhalten. Und das ist ziemlich gekippt in den letzten Jahren, also auch international in den Klimaverhandlungen war das wahrnehmbar, weil eben China und dann auch die USA eben sehr große Programme aufgelegt haben, um jetzt also die erneuerbaren Energien und grüne Technologien zu fördern und sich da quasi die EU eigentlich im Hintergrund nimmt. Man muss natürlich auch, dass die EU da nachziehen musste, weil sie gemerkt hat, sie kommt da total ins Hintertreffen, da werden die Zukunftstechnologien aufgebaut, ganz stark gefördert. Also in den USA ist eben dieser Inflation Reduction Act, wo also rund 700 Milliarden jetzt für grüne Technologien vorgesehen sind. China hat schon länger ähnliche Programme. Also da gibt es auch so einen geopolitischen Wettstreit jetzt, wer positioniert sich wie in dieser Transformation. Und tatsächlich gerade in der EU, wo lange auch immer so ein Argument war, das gefährdet Arbeitsplätze. Das ist tatsächlich auch ziemlich gekippt in letzter Zeit, weil man tatsächlich sagen muss, diese erneuerbaren Energien, diese Transformation ist sehr arbeitsintensiv. Und momentan wird ganz viel diskutiert, eher dieses, wie kann man die Transformation eigentlich schaffen angesichts des Fachkräftemangels. Also man hat eigentlich gar nicht die Fachkräfte, die jetzt diesen ganzen Umbau leisten müssten. Das wird eher so gesagt, wir können das nicht in Geschwindigkeit machen, wie wir es wollen, weil gar nicht genug Leute da sind, die das umsetzen können. Also da gibt es auf jeden Fall auch einen Wandel so in Diskussionen. Genau, ein Kritikpunkt wäre sicher, dass der Green Deal nicht groß genug ist. Das klingt jetzt erstmal ganz viel, wenn man sagt, das sind irgendwie 82 Milliarden pro Jahr. Aber wenn man das mal umrechnet auf die EU-Wirtschaftsleistung, sind das nur 0,5%. Und alle großen Programme, also beispielsweise der Deal von Roosevelt, hat den Umfang pro Jahr von ungefähr 6% der Wirtschaftsleistung in der Zeit. Und das war auch der Vorschlag von den ganzen linken oder progressiven Green New Deals, die gesagt haben, damit man wirklich so einen Umbau richtig stemmen kann, bräuchte man ungefähr 5% des Bruttoinlandsprodukts. Genau, ein Kritikpunkt, der auf jeden Fall auch sehr viel kam, und der kam sowohl gegen den Green Deal der EU als auch die Green New Deals teilweise, die da vorgeschlagen wurden, ist, dass die Programme tatsächlich, also der Green Deal der EU noch stärker auf Wachstum setzen. Also es geht im Grunde darum, so eine Transformation zu machen, und es wird gesagt, naja, die wird das Wirtschaftswachstum anregen, die Investitionen werden sich auszahlen und dadurch gibt es auch eine Refinanzierung, also man investiert da Geld, dadurch, dass die Wirtschaft dadurch angekurbelt wird, kommt das Geld auch wieder rein. Es ist also, zumindest beim Green Deal der EU ist null Kritik an Wachstum, sondern es geht natürlich darum, Wachstum zu entkoppeln, andere weniger Ressourcen zu brauchen. Wir sehen so Circular Economy, quasi Sachen zu recyceln, Rohstoffe zu recyceln. Genau, aber es gibt jetzt keine Kritik an, dass man sagt, wir müssen Konsum reduzieren oder wir müssen insgesamt weniger verbrauchen. Genau, das war wie gesagt auch eine Kritik an manchen von den Green New Deals, wobei man sagen muss, dass die da sehr unterschiedlich waren. Es gab auch welche, die tatsächlich diese Thematik sehr stark aufgenommen hatten und auch überlegt hatten, wie kann man denn Maßnahmen schaffen, die es ermöglichen, sozusagen beispielsweise privaten Konsum zu reduzieren, wie kann man mehr gemeinschaftlich nutzen. Genau, da komme ich gleich auch nochmal bei der letzten Folie dazu. Genau, der Hauptkritikpunkt an dem Green Deal der EU ist tatsächlich, dass der Aspekt, der eben sozusagen die zweite Säule war, dieser Green New Deal ist, nämlich auch die soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen, im Green Deal überhaupt nicht vorkommt. Also es ist kein erklärtes Ziel, kann man sich denken. Und im Gegenteil, man muss da auch ganz ehrlich sein, sozial ist der Green Deal und auch größtenteils die Klimapolitik der meisten Mitgliedstaaten extrem sozial ungerecht, weil man fragen muss, wer trägt die Kosten dieses Umbaus, wo kommt dieses Geld her? Und da habt ihr ja vorher gesehen, dass das zu einem großen Teil finanziert wird über die Erlöse also von den CO2-Märkten, die in der EU seit 2005 aufgebaut wurden und jetzt immer weiter ausgeweitet werden. Also
sozusagen dadurch, dass immer mehr Aktivitäten, die CO2 verursachen, bepreist werden. Also da fallen Kosten an, momentan nur für die Firmen, aber das wird jetzt die nächsten Jahre aufgeweitet, auch auf private Haushalte, auf Treibstoffe. Genau, das wird sozusagen, soll im Endeffekt so gehen, dass alles, was dann Emissionen verursacht, dann in diese Systeme einbezogen ist. Genau, diese Märkte hatten am Anfang, gab es ganz viel Kritik, weil die sehr ineffizient waren. Inzwischen wirken die aber durchaus. Nur die Probleme ist natürlich, dass das bedeutet, dass im Grunde die Verbraucherinnen die Kosten tragen. Weil die Firmen, die das jetzt schon zahlen müssen, legen das um und sehr viele Sachen werden teurer und das wird die nächsten Jahre stark zunehmen. Das ist gewollt, weil das Argument ist, dass Leute sich dann sparsamer verhalten und sozusagen, wer CO2 verursacht, muss es dann auch bezahlen. Faktisch ist das aber, führt das aber dazu, dass die Ungleichheit sehr stark weiter zunimmt, weil alle Formen von Verbrauchssteuern, und in dem Fall eben auch so eine CO2, keine direkte Steuer, aber so eine Art Steuer, eben natürlich alle Leute, die weniger Geld haben, prozentual viel, viel stärker trifft. Also wer nur 1.000 Euro im Monat hat, der, wenn er jetzt quasi für das, was der verbraucht, normalerweise alles davon, den treffen die Preiserhöhungen dann eben auch voll mit seinem vollen Gehalt oder seinem vollen monatlich verfügbaren Geld. Wenn jetzt jemand aber 5.000 Euro im Monat hat und davon nur 1.000 Euro verbraucht, trifft es ihn viel stärker, plus er kann das viel leichter ausgleichen. Und das ist eine Tatsache, die man wirklich sehen kann, auch nachweisen kann. Und was die Problematik auch ist, dass das natürlich die Hauptverursacher, nämlich die, sag ich mal, viel Nutzer, viel Verbraucher überhaupt nicht trifft. Und da müsste man eigentlich ran, weil wir haben jetzt schon die Situation, dass wir in der EU die unteren 50%, also die ärmeren 50% in der EU, sind schon bei dem CO2-Ausstoß, den die EU bis 2050 anstrebt. Also wir haben einen extrem ungleichen Beitrag zum Klimawandel. Und genau die treffen die Maßnahmen am stärksten. Wobei die Maßnahmen eigentlich genau die treffen müssten, nämlich die wenigen 1, 2%, maximal 10, 15% tatsächlich einen sehr hohen Emissionen, das Ausstoß haben. Und das ist quasi direkt korreliert mit dem Einkommen. Also man kann da das sowohl national als auch EU-weit, als auch global kann man ganz genau nachweisen, dass CO2-Ausstoß mit dem Einkommen korreliert und die Einstellung sehr wenig Rolle spielt. Genau, was auch fehlt, ist quasi demokratische Beteiligung. Das ist quasi ein sehr starkes Top-Down-Programm, weil sozusagen von oben eigentlich entschieden wird, was wird da gefördert. Was auch fehlt, ist die globale Dimension. Gegenteil, parallel zu diesen Programmen war beispielsweise jetzt also dieser EU Critical Raw Materials Act beschlossen. Also das gehört dann dazu, dass man sich sozusagen so Strategien überlegt, wie kann man sich die Rohstoffe für die Transformation sichern, was eben zu einem starken Extraktivismus jetzt schon in vielen Ländern führt, wie beispielsweise Lithium generieren. Was natürlich auch fehlt, das ist auch nicht anders zu erwarten, ist sozusagen tatsächlich eine systemische Änderung, dass man ein Eigentumsverhältnis, ein Produktionsverhältnis hat. Genau. Habe ich noch Zeit? Nein. Also, sorry, Juliane, es wäre total spannend und vielleicht können wir dich nachher da irgendwie nochmal zu den Alternativen reinholen, aber wir haben jetzt, wir sind jetzt einfach mit dem Zeitplan so ein bisschen eilig. Kein Problem, ich kann die letzte, es war auch die letzte Folie, ich hatte da viele schon angesprochen, genau, aber die können wir vielleicht später nochmal, wenn es um die Sachen geht, nochmal. Okay, ich würde dich, also vielleicht kannst du auf Abruf bleiben oder so, dass wir am Ende, wenn wir sozusagen mit den Tischen durch sind, dich nochmal reinholen. Ja, kann ich machen. Ich mache jetzt aber aus das Video und würde dann, genau, ich höre euch. Super. Vielen Dank erstmal für diesen wichtigen Input. Und ich knüpfe jetzt gleich an den letzten Punkt, den Juliane benannt hat als Kritikpunkt, nämlich dass im Grunde das Leben auf Kosten anderer auch beim Green Deal der EU weitergeht. Und da bin ich jetzt will ich jetzt erstmal Franziska hier reinholen in unsere Veranstaltung mit der Frage, was eigentlich das Konzept von Umweltgerechtigkeit oder auch Energiegerechtigkeit bedeutet. Und unter welchen Bedingungen eigentlich ein Green Deal global gerecht sein könnte. 10 Minuten, auch nicht viel Zeit.
Okay, danke sehr, liebe Sabine. Und danke auch an dich, Juliane, für den tollen Einstieg ins Thema. Ja, was ist Umweltgerechtigkeit? Das ist ein Konzept, das geht zurück auf die schwarze Bürgerrechts- oder Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA in den 80er Jahren. Damals hat ein damals noch junger Umweltsoziologe Robert D. Ballard eine Studie gemacht. Er ist mit seinen Studierenden durch Houston gelaufen, weil er sich gefragt hat, wo sind eigentlich die Mülldeponien und wo wohnt die schwarze und Hispanics Bevölkerung? Er stellte fest, da gibt es einen Zusammenhang. Die Mülldeponien sind immer dort, wo schwarze Bevölkerung lebt. Die Mülldeponien sind nie in den weißen Vierteln. Das ist eine frappierende Ungerechtigkeit, weil die schwarze Bevölkerung Müll, den Emissionen, den Altlasten, den Schwermetallbelastungen, dem Lärm, dem Gestank in einem viel höheren Maße ausgesetzt ist. Und das war der Beginn seiner Karriere. Und er hat ein großes Konzept daraus gemacht und ist inzwischen eben so der, auf religiös würde man sagen, der Papst der Environmental Justice, der Umweltgerechtigkeit. Und er hat ein Konzept entwickelt, was zunächst 3- bis 4-teilig angelegt war. Er fragt nach der prozeduralen Ungerechtigkeit. Er fragt nach der prozeduralen Umweltgerechtigkeit. Wer kann partizipieren an politischen Verhandlungen, die sich mit Umweltthemen befassen? Wer darf mitsprechen? Wer ist ausgeschlossen? Dann, wie steht es um die distributive Gerechtigkeit? Wer hat Zugang zu sauberer Luft, zu sauberer Umwelt, zu Naturschutzgebieten? Wer wohnt weit weg im Stadtinneren, hat keine Möglichkeit, zu sauberer Luft zu kommen oder in ein Naturschutzgebiet zu kommen? Und dann auch, welche Gruppen sind besonders vulnerabel, sind besonders betroffen von Umweltschutzmaßnahmen und wie können deren Bedürfnisse gerecht eingezogen werden. Das ist so sein Analyseschema, eine prozedurale, distributive und rekognitionale Dimension, mit der man prüfen kann, wie gerecht ist denn eigentlich eine bestimmte umweltpolitische Maßnahme. Und das Konzept der Energiegerechtigkeit setzt hier an. Das ist auch so angelegt. Das fragt außerdem noch nach einer restaurativen Dimensionen, welche historischen Energieungerechtigkeiten gibt es schon, was für lange koloniale Ausbeutungsverhältnisse von Energieressourcen schwingen beispielsweise mit, was müsste man dabei eben auch noch beachten. Und dass die beiden Konzepte Umweltgerechtigkeit oder auch Energiegerechtigkeit bieten uns eben eine gute Grundlage an, um zu analysieren, wie gerecht ist denn der EU Green Deal, wer profitiert davon, wer nicht. Und ich würde schon sagen, dass viele der Maßnahmen des EU Green Deal in sich schon sinnvoll sind, insoweit, weil sie einen wirkungsvollen Impact bei der Klimabilanzierung leisten, weil zum Beispiel der Klimasozialfonds BürgerInnen unterstützen kann bei zum Beispiel dem Umbau auf Wärmepumpen oder weil es gemeinsame Standards für die Mobilitätswende gibt oder weil es um eine Kreislaufwirtschaft geht, darum Rohstoffe nachhaltiger zu nutzen. Aber viele Maßnahmen bewegen sich, so wie etwa der Emissionshandel, eben immer noch im Rahmen von einem grünen kapitalistischen modernisierungstheoretischen Modell und haben noch nicht so einen transformativen Charakter. Und genau, ich finde es aus einer Gerechtigkeitsperspektive eben zu wichtig, so zu gucken, was bedeutet es denn, wenn die EU sagt, wir wollen gerne der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das klingt erstmal bestechend, aber ein Denken in Kontinenten bedeutet auch, sich zu fragen, auf wessen Kosten wird denn die europäische Klimabilanz grün, inwieweit wird er auch ausgelagert, inwieweit wird der globale Süden als Denke begriffen, als Ort, wo beispielsweise die großen Wasserstoffprojekte stattfinden, als Ort, wo man Klimaschutzmaßnahmen durchführt, wie zum Beispiel Baumbepflanzungen, Wiederaufforstungen, die man im Gebiet der EU selbst nicht durchführen kann oder nicht durchführen möchte, weil es aufwendiger, teurer ist oder weil da eben auch schon Menschen leben, sodass gar kein Platz dafür wäre. Genau, und man müsste eben auch fragen, so, welche Maßnahmen werden hier vor Ort ausgeübt, quasi im Ökosystem der EU. Und mir fallen eine Reihe Beispiele ein. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, super. Genau, mir fallen eine Reihe Beispiele ein, die eben genau solche Problematiken auch aufwerfen. Wir haben zum Beispiel seit Neuestem im EU Green Deal den CBAM, den Klimagrenzausgleichsmechanismus, der bedeutet, dass beispielsweise, wenn Stahl in die EU eingeführt wird und der Stahl durch dann eben vor allen Dingen durch Kohlekraftwerke verhüttet worden ist, also durch Energie, die aus Kohlekraftwerken zugeführt wurde, dann hat er ja eine hohe CO2-Last und dann müsste dafür dann eben eine Steuer gezahlt werden. Das ist natürlich soweit sinnvoll, als dass
Industriestaaten auch betrifft, beispielsweise Russland oder beispielsweise auch China. Aber wenn jetzt ein Land wie Südafrika oder ein Land wie Mosambik Stahl in die EU einführen möchte und da eine große Steuer darauf zahlen muss, dann benachteiligt das diese Staaten im Rahmen von solchen Ausgleichsmechanismen sehr. Das wird dort keine Energiewende auf den Weg bringen, weil die Möglichkeiten dafür dort nicht bestehen. Und es wird eher dort Konflikte im Rahmen der Energietransition verschärfen und es wird auch zu Marktverzerrungen führen. Das ist ein Aspekt, also ein entwicklungspolitischer Aspekt, der bei dem Grenzausgleichsmechanismus zu wenig mitbedacht wird und gegen den eben AktivistInnen aus dem globalen Süden auch schon protestiert haben. Genau, ein anderer Aspekt, der mir einfällt, ist so die Frage, wie Energiewende eigentlich verläuft und wie Energiewende und Zeitenwende, die sogenannte Zeitenwende, in dem Kontrast zueinander stehen. Im Rahmen des Green Deal rühmt sich die Kommission gerade ihrer Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise und sagt zum Beispiel, wir haben eine trilaterale Vereinbarung getroffen zwischen der EU, Ägypten und Israel über die Ausfuhr von Erdgas nach Europa, oder wir haben eine Vereinbarung mit Aserbaidschan getroffen über eine strategische Partnerschaft im Energiebereich. Beides sind Kooperationen, die mit gelenkten, eher autoritativen Demokratien bis im Fall von Ägypten Diktaturen stattfinden. Und solche Vereinbarungen im Energiesektor sind langfristig und das bedeutet, dass sie etwa im Fall von Gaslieferungen über viele Jahre bis Jahrzehnte festschreiben, dass Gas im Energiemix der EU weiterhin eine große Rolle spielen wird. Und insofern sind einige der Energievereinbarungen, die im Rahmen der Zeitenwende gemacht worden sind, welche den Energiemix auf lange Zeit festschreiben und die Dekarbonisierung auf lange Sicht deutlich schwieriger machen. Ein weiterer Aspekt, den ich gerade schon angeschnitten hatte, war so der Wasserstoffexpansion. Da stellt sich auch die Frage nach Wasserstoffgerechtigkeit, nach dem Zugriff auf Land- und Küstenräume, etwa in Ägypten, in Saudi-Arabien, in Namibia, wo sich eben auch Fragen der Verteilungsgerechtigkeit stellen, Fragen des Menschenrechtsschutzes, beispielsweise im Falle von Saudi-Arabien, und wo auch neue ökologische Problematiken bestehen, wenn das Wasser, was für die Wasserstoffproduktion gebraucht wird, vor allen Dingen über Meerwasserentsalzung hergestellt wird und dann die Küstenökosysteme dadurch bedroht sind. Das sind eine ganze Reihe ökologische Gerechtigkeitskonflikte, die da neu auftreten können und die es gilt, stärker zu beachten. Und ein letzter Punkt wäre noch, dass die globale Klima- und Energiepolitik der EU sehr stark auf eine Finanzialisierung setzt, darauf sehr viel über grüne Fonds zu regeln oder über Mikroversicherungen. Und Mikroversicherungen können natürlich für Ernteausfälle sinnvoll sein, aber was ist mit den KleinbäuerInnen oder mit den FischerInnen, die zu arm sind, die als unversicherbar, als unbankable gelten? Die werden auch bei einem Mikroversicherungssystem in der Klimakrise weiterhin das Nachsehen haben. Und deswegen bedeutet es braucht Konzepte, die einen systemverändernden und auch wirklich transformativen Charakter haben. So etwas wie das absolute Ende des Verbrennungsmotors und der Umstieg auf E-Autos, so etwas wie das Lieferkettengesetz, wenn es dann weitreichend genug umgesetzt wird, oder eben strikte Standards bei der Grünwasserstoffproduktion oder eine Wasserstoffökonomie, die vermehrt in den EU-Anrainerstaaten angesiedelt ist, bei denen Umweltschutz und Menschenrechtsschutz eher beachtet werden können. So viel vielleicht mal in Kürze, wir kommen bestimmt gleich noch später genauer drauf. Vielen Dank, Franziska. Viel Stoff und auch wahrscheinlich viel Stoff, mit dem sich nicht alle schon überhaupt beschäftigt haben. Jetzt komme ich zu Desiree Becker, die in einem Bereich arbeitet, der vielleicht ein bisschen näher an der Alltagserfahrung ist, die wir alle machen. Und meine Einstiegsfrage ist, wie die Entwicklung von Klimaschutz und sozial-ökologischem Umbau in der Perspektive von Beschäftigten, also von den Arbeitnehmerinnen, vor allem auch von den jungen Arbeitnehmerinnen, so gesehen wird, was die dazu denken, was da deine Erfahrung ist. Und der zweite Punkt, wenn du dazu noch kommst, wäre diese Frage nach der Demokratisierung von wirtschaftlichen Verhältnissen, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Beschäftigten gar nicht darüber entscheiden, was eigentlich produziert wird und unter welchen Bedingungen, sondern da gibt es eben gar keine demokratische Einflussnahme. Okay, Desiree,
auch du hast 10 Minuten und ihr könnt euch alle kleine Notizen machen für die Thementische nachher. Ja, danke schön. Auch erstmal hi von meiner Seite. Ich bin jetzt das zweite Mal in Witzenhausen und ich finde es wirklich wunderschön hier. Und ich war in der Bahn und wir haben mit zwei älteren Menschen gesprochen, die gemeint haben, ihr müsst unbedingt mal im Frühling nach Witzenhausen. Es ist wirklich wunderschön hier. Genau, ich will einfach mal ein ganz praktisches Beispiel, was vielleicht auch einige kennen, mit einem praktischen Beispiel anfangen. Das ist die Initiative Wir fahren zusammen. Das ist ein Zusammenschluss aus Verdi, also Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, und den Fridays for Future, also KlimaschützerInnen. Also Gewerkschaften sind generell im Gespräch mit KlimaaktivistInnen, und Verdi EVG, das ist die Eisenbahngewerkschaft, sind sogar in Kooperation und machen auch Aktionen zusammen. Und Wir fahren zusammen ist ein richtig, richtig gutes Beispiel für sozial-ökologischen Wandel, weil wir haben Tarifrunden und wir Gewerkschaften machen Tarifpolitik und wir können über Tarife für bessere Arbeitsbedingungen sorgen, und die brauchen wir unbedingt im ÖPNV, wenn wir was der Klimakrise entgegensetzen wollen. Also das heißt, Ziel ist von beiden, von BusfahrerInnen sowie auch von Fridays for Future, die Mobilitätswende zu schaffen, und das schaffen wir nur, wenn wir den ÖPNV besser ausbauen, wenn wir für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und natürlich auch für bessere Bezahlung, für mehr Pausen. Das ist ein großes Problem bei Taktungen, bei BusfahrerInnen, damit dieser Beruf auch generell lukrativ ist und dass die Leute das auch machen wollen. Und dass der Tarifvertrag, um den sich da handelt, der nennt sich, also es gibt ganz viele Tarifverträge, der nennt sich TV-Nahverkehr, und den gibt es in den verschiedenen Ländern. Es gibt auch bei vielen Ländern jetzt schon Abschlüsse, und da sieht man, dass man natürlich zum einen mit Geld, aber auch zum anderen mit Arbeitszeitverkürzungen aus dieser Tarifrunde auch rausgegangen ist. Genau. Das betrifft tatsächlich Witzenhausen gar nicht so, weil es gibt ja auch private Busunternehmen, die fallen nicht unter diesen Tarifvertrag. Da geht es um öffentliche Anbieter. Das war vor allem in Kassel der Fall. Da hat, glaube ich, in Kassel haben die KollegInnen gestreikt. Und ich finde auch in der Tarifpolitik, also für mich wichtig, sowas wie ein Jobticket. Also der Tarifvertrag hier in Hessen, die KollegInnen haben ein Jobticket im Tarifvertrag drin, und das heißt, die können kostenlos beziehungsweise über den Tarif mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Und ich glaube, es braucht schon so Dinge, um das auch einen Anreiz zu schaffen, dass natürlich auch die Bahn besser ausgebaut werden muss, dass wir gucken müssen, dass die sich nicht mehr so verspätet und dass wir halt auch vom Dorf in die Stadt kommen. Das ist natürlich klar, aber ich denke, solche Dinge können auch Gewerkschaften für Beschäftigte oder Mitbeschäftigten erstreiten. Und dann ist es natürlich so, wir beschäftigen uns natürlich auch mit der Transformation, und das betrifft vor allem eher die Industrie, tatsächlich, und da geht es halt auch viel darum, das soll natürlich nicht auf Kosten der Beschäftigten gehen, und das heißt, wir brauchen natürlich Gelder für diesen Umbau und auch Finanzierung, was ja auch gemacht wird, aber wir müssen natürlich darüber entscheiden können, wo gehen diese Gelder hin, und das müssen Beschäftigte entscheiden, das müssen Leute, die in einer Region wohnen, mitentscheiden können, und diese Gelder sollen natürlich nicht in die Dividenden dann von den Unternehmern fallen, die sowieso schon Geld verdienen. Und das müssen wir angehen, und das heißt, wir müssen Mitbestimmung in Betrieben stärken, wir müssen Betriebsräte stärken, wir müssen Gewerkschaften stärken, wir müssen uns organisieren. Und das hat ja Juliane schon ganz gut gesagt, das ist ein großes Problem an dem New Deal, dass man da nicht wirklich mitsprechen kann. Und wenn ihr da mal googelt, weil ihr jetzt die Veranstaltung so cool fandet, das ist auch total komplex, wo was, welches Geld von der EU, wie, für was, unter welchen Bedingungen verwendet wird. Da blickt man nicht so einfach durch, wenn man sich da nicht wirklich reinfuchst. Ich muss ein bisschen auf die, ich habe noch kurz. Genau.
Und ich finde auch Bedingungen, das wird oft gesagt, da geht es auch so um öffentliche also wenn man öffentlich ausschreibt und ein Unternehmen ranholt, dann sind unter anderem, sollten sozial-ökologische Bedingungen gelten, dass dieses Unternehmen in Witzenhausen am Marktplatz was baut. Ja? Das heißt, eine Tarifbindung wäre sowas, Beachtung von Klimaneutralität, Bausektor ist sowieso total, das hatten wir in der Veranstaltung zuvor, illegalisierte Beschäftigung und wir müssen halt gucken, dass wir nicht solche Sachen weiterhin fördern. Oder auch sowas, dass Unternehmen, wenn sie finanzielle Mittel erhalten, nicht einfach abwandern und dann man so eine Art, ich weiß nicht, ob man es so nennt, Greenwashing betreibt. Also man geht dann einfach mit seiner Produktion vielleicht ins EU, also Nicht-EU-Staat und dann gucken wir nur noch auf die Werte der EU und auf den CO2-Ausstoß und dann ist ja alles gut. So funktioniert es natürlich nicht, aber da könnt ihr bestimmt noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen an den Tischen. Und was wir uns auch fragen müssen, du hast es schon ein bisschen angesprochen mit Energie, Strom, wie kann es sein, dass RWE in Corona Millionen Gewinne gemacht hat? Und das ist halt, es hat ja was mit der Strompreisbörse um Subventionieren zu tun und wir müssen halt davon weggehen. Und die Konsequenz ist, das wurde am Anfang gesagt, für Beschäftigte leider auch, dass sich Industrien verändern und dass natürlich auch Arbeitsplätze in dem Bereich verloren gehen. Und ich finde, es ist eine soziale Verantwortung, es ist eine Verantwortung der EU und es ist eine Verantwortung auch von Deutschland, dass wir Menschen Fortbildungen bezahlen, Umschulungen bezahlen, Weiterbildungen bezahlen und dass wir das natürlich solchen Industrieumbau sozial gerecht für die Menschen gestalten. Und Arbeit ist immer im Wandel. Es kommen Industrien, es gehen Branchen. Man sieht das in meinem Job, wenn ich dort überlege, was dort alles ansteht. Es gibt immer so einen Wandel. Die Frage ist immer, wie man so einen Wandel begleitet. Und das muss natürlich auch begleitet werden. Man kann nicht einfach die Leute auf der Straße sitzen lassen. Genau, das wäre es erstmal von meiner Seite, vielleicht einen letzten Satz. Wir brauchen ein besseres Leben für alle und das heißt, wir brauchen auch eine bessere Wirtschaft, eine sozial-ökologische Wirtschaft und eine Wirtschaft, die den Menschen dient und der Natur und nicht den Konzern. Dankeschön, Desiree. Das war nochmal ein wichtiger Satz, genau. Du hast jetzt die Transformation und die Veränderungsprozesse vor allem in den Industriebereichen angesprochen. Ich habe jetzt hier Sophie die Frage gestellt, wie sich eigentlich die Transformation im landwirtschaftlichen Bereich darstellt. Und ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie ich eigentlich die Eingangsfrage, du wolltest sowieso deine eigenen Themen setzen, deshalb ist es nicht so wichtig, welche Eingangsfrage ich stelle, aber mir ist es schon nochmal wichtig, weil du ja tatsächlich auch so eine Arbeit in Wertschöpfungsketten, Produktionsnetzwerken, Ernährungssystemen auch lokal machst, welche Rolle da überhaupt die Klimapolitik der EU spielt, eben auch mit Blick auf die agrarische Arbeit und wie du das Verhältnis von Top-Down und Bottom-Up siehst. Also Juliane hat ja am Anfang gesagt, dass es alles Top-Down ist, also alles sozusagen von oben runterkommt und eigentlich braucht es ja viel mehr von dem Umgekehrten. Okay, jetzt hast du das Wort, Sophie. Ja, vielen Dank und auch hallo von meiner Seite. Jetzt wurde schon unglaublich viel gesagt und ich habe eigentlich total Lust, auf ganz vieles Bezug zu nehmen, aber ich versuche trotzdem auch jetzt erstmal so den Input zu geben. Genau, erstmal ist mir ganz wichtig und das klang ja auch schon in meinem vielleicht etwas kryptisch daherkommenden Promotionsthema an,
dass wir landwirtschaftliche Produktionsweisen oder Ernährungssysteme als in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebettet verstehen. Weil oft wird so gesehen, okay, wir haben gesellschaftliche Machtverhältnisse und dann gibt es Landwirtschaft. Und diese Sichtweise, das mache ich auch oft in meinen Seminaren so ganz am Anfang, wir haben gesellschaftliche Machtverhältnisse und da drin verortet ist Landwirtschaft und ist das Ernährungssystem, ist für manche Perspektiven schon ein riesiges Umdenken. Und ich denke, das ist ganz wichtig, denn egal, wohin wir gucken, ob wir Migration und Landwirtschaft nehmen oder queere Bewegungen, Black Lives Matters und Landwirtschaft, egal, all das ist total spannend zusammenzudenken und da gibt es wahnsinnig viele Querverbindungen. Eine weitere Verbindung ist da Kolonialismus und Landwirtschaft, was natürlich ganz besonders hier in Witzenhausen auch eine Geschichte hat. Und da verortet sich oder von dort komme ich dann sozusagen auch zu dem Rahmen, die EU-Klimapolitik natürlich auch für die Agrarpolitik oder für die Landwirtschaft gibt. Weil für mich ist Agrarwirtschaft oder Agrarpolitik ist Klimapolitik, denn wir haben zwei Möglichkeiten. Manchmal finde ich das extrem schwierig, aber es ist doch fast so plakativ. Wir können mit Landwirtschaft die Klimakrise verstärken und wir haben auch die Möglichkeit, und das zeigt Witzenhausen als Standort eben auch, Landwirtschaft zu nutzen, um die Klimakrise zu beantworten, also um Lösungen zu finden. Es gibt eine Form von Landwirtschaft, mit der wir Boden nähren können, mit der wir Boden aufbauen können, mit der wir Artenvielfalt fördern können. Und das ist ein Narrativ, was mir ganz wichtig ist, stark zu machen, weil da die Landwirtschaft gerade in den letzten Monaten oft sozusagen gegenteilig betrachtet wird als Verstärker der Klimakrise. Und diese Möglichkeit gibt es eben und das wird auch praktiziert. Aber, und das ist dann auch ein Zugang, wie ich auf die EU-Klimapolitik oder überhaupt auf Klimapolitik gucke, es gibt Kontexte und das sind dann aktivistische Kontexte zum Teil auch, wie zum Beispiel La Via Campesina, die kleinbäuerliche Vereinigung zeigt, wie wir diesen Spagat sozusagen beantworten können und wie wir mit Landwirtschaft leben und damit auch das nichtmenschliche Leben retten können. Und das finde ich auch ganz wichtig in dieser gesamten Diskussion, ohne wahnsinnig viel zu entbehren, weil es gibt immer so ganz viel diese Entbehrungslogik, wir müssen alle was opfern und dann kann es vielleicht noch besser werden. Aber blühende Landwirtschaft und blühende Landschaften und ökologische Landwirtschaft muss nicht unbedingt Entbehrung heißen. Aber die Rahmenbedingungen, die derzeit gegeben werden durch die EU-Klimapolitik, machen es sehr schwer, auf Hofebene diese Landwirtschaft zu betreiben, die die Klimakrise beantworten könnte. Genau, das vielleicht mal so als einen Rahmen. Und dann ist vielleicht, ich weiß nicht genau, wie ich den Bogen schlage, aber genau, ich hatte ja von der Verbindung von Landwirtschaft und Kolonialismus gesprochen und das war auch, was sowohl am Ende von bei Juliane anklang und ich glaube, du hattest das auch, am Ende hast du den Satz gesagt, der Natur dienen. Und wie ich in meinen Forschungen zur Landwirtschaft die EU-Klimapolitik vor allem betrachte, ist auch mit der Frage, wer spricht da und über wen wird gesprochen? Und damit komme ich zu der Frage vom Mensch-Natur-Verhältnis. Und das wiederum, da benötigen wir auch postkoloniale Analysen, nämlich das Mensch-Natur-Verhältnis, auf dem unsere gesamte EU-Klimapolitik aufbaut, ist eins, was die Natur als das andere vom Menschen versteht, als etwas, was uns als Ressource zur Verfügung steht und etwas, was wir als Menschen ausbeuten können. Und da komme ich dann zu der Frage, es gibt einen ganz entscheidenden Akteur oder Akteurin, die in der gesamten Klimapolitik nicht mitsprechen kann und das ist die Natur selbst. Und das wirkt für das, ich sage jetzt mal europäisch-westlich geprägte Ohr, manchmal ein bisschen abstrakt oder wild oder geradezu absurd. Okay, jetzt fordert Mensch, dass die Natur selbst gehört werden soll. Was bedeutet das? Wird das jetzt komplett spirituell oder was passiert jetzt hier gerade? Und wenn man das aus einer postkolonialen Perspektive betrachtet oder mit indigenen Kosmologien, dann ist es absolut nicht absurd, sondern einfach eine real existierende Auffassung von Welt. Und das ist eigentlich sehr spannend, dass diese Kosmologie, diese Auffassung von oder dieses Weltverstehen
in der gesamten EU-Klimapolitik einfach ignoriert wird und selbst in den kritischen Stimmen oder Betrachtungsweisen, wo wir ja zum Teil jetzt mit dem New Green Deal auch drauf gucken, auch nicht betrachtet werden, weil da geht es dann ein bisschen um soziale Gerechtigkeit und wie kann man mehr Menschen einbeziehen, wie kann man vielleicht bis zur aktivistischen Perspektive geht es vielleicht gar nicht, aber ja, sozial gerechter, die Klassenfrage stellen, all das sind wahnsinnig wichtige Fragen, aber was bedeutet es, und ich glaube, das hat Juliane auch am Ende funktioniert, was würde es bedeuten, wirklich eine globale Perspektive einzunehmen, und das würde auch bedeuten, ganz anderes Weltverstehen als einen Zugang zu Klimapolitik zur Grundlage zu nehmen. Habe ich noch Zeit oder sollen wir es? Also gut, ist ja ein gutes. Gut. Danke. Ich glaube, mir schien es jetzt ein guter Punkt zu sein, der auch nochmal ganz viel antriggert. Ihr habt jetzt verschiedene Statements gehört, die mit sehr unterschiedlichen kleinen Impulsen euer Denken anregen. Ich will noch zwei dazufügen, die auch dazu passen. Das eine ist, ich hörte kürzlich, ich glaube im Deutschlandradio, Kultur, ein Feature über die Weiterentwicklung der Demokratie, passt hervorragend dazu, wo nochmal rekapituliert wurde, dass es Zeiten gab, also die große griechische Demokratie, die immer so gepriesen wird, bestand ja darin, dass der größte Teil der Bevölkerung ausgeschlossen war aus den Entscheidungen. Später hat sich das weiterentwickelt und lange Zeit waren Frauen kein Teil der Demokratie, also die durften gar nicht an Entscheidungen teilnehmen. Und das Weiterdenken war jetzt, sowohl Tiere als auch belebte und nicht belebte Natur einzubeziehen in demokratische Entscheidungen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, weil dieses Herrschaftsverhältnis eben so also verheerend ist, muss man eigentlich sagen. Sag noch eine Winzer. Genau, tatsächlich kommt das auch in meiner Doktorarbeit vor und meine Überleitung dazu ist, dass ich tatsächlich glaube, dass BäuerInnen auch im globalen Norden das genau tun, bei ihren Entscheidungen, bei ihren demokratischen Entscheidungen auf Hofebene nichtmenschliche Lebewesen mit einzubeziehen und dass wir davon lernen können. Das war mir wichtig zu sagen, weil ich das auch aufbrechen will, so eine Perspektive von einerseits globaler Norden, andererseits globaler Süden. Es gibt da durchaus sozusagen Vermischung. Okay, man darf dann bloß nicht an die Geflügelfarmen denken. Naja, egal. Und die zweite Anregung, die ich euch noch mitgeben möchte auf den Weg, ist die Aussage von Volker Wissing, unserem Verkehrsminister, der jetzt gerade total Panik schiebt und sagt, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen, im Verkehrssektor und man das nicht irgendwo anders hinschieben kann, dann müssen demnächst 2 Tage in der Woche Autos und LKWs stehen bleiben. Ich denke so, yeah, aber tatsächlich bedeutet das, dass selbst die zu geringen CO2-Minderungsziele im Verkehr nur erreicht werden können, wenn es weniger Verkehr gibt, deutlich weniger. Und zwar, wenn man es umrechnet, 2 Tage in der Woche, sind es ungefähr 28,5%, die dadurch eingespart würden. Er findet es dramatisch, aber de facto ist es die einzige Möglichkeit, wirklich systematisch CO2 einzusparen, weniger von ganz viel, ich sage jetzt mal, auch überflüssigem zu produzieren und zu haben. Und von daher wäre meine Kernkritik an diesem europäischen Green Deal, dass es ein Wachstumsprojekt ist. Und ich glaube, dass da ganz viel auch zum Thema globaler Süden, aber natürlich auch zur Frage von Arbeitsverhältnissen und Arbeitszeitverkürzung und der Frage, welche Art von Arbeit soll eigentlich in Zukunft gemacht werden und wer entscheidet darüber. Ich glaube, dass da total viel Stoff drin steckt für eine gesellschaftliche Debatte, die viel offensiver geführt werden müsste und wo sich fast alle in den politischen Verantwortungsetagen wegducken, weil eben dieses kapitalistische System nur mit Wachstum funktioniert und wir eigentlich gut drüber reden müssen, auch sehr konkret, wie man diese kapitalistischen Logiken überwinden kann und andere
Logiken von Wirtschaften und Zusammenleben entwickelt. Damit entlasse ich euch jetzt an die Tische. Ah, und Silvia sagt euch, wie es geht. Ja, das war eine schöne Überleitung. Vielen Dank für euren Input. Genau, ich sehe hier im Publikum auch ganz viele Experten, Expertinnen. Also ihr bringt ja alle total viel mit. Eben jetzt für diese Debatte, was du ja gesagt hast, wir müssen drüber reden, wir müssen mehr drüber reden. Ich glaube, in Witzenhausen haben wir da auch eine besondere Kultur. Wir haben in diesem Rathaussaal 2012, Hans, du erinnerst dich noch, die, was haben wir ausgerufen? Nein, wir haben hier doch eine eigene Republik ausgerufen. Genau, wir haben hier in diesem Rathaussaal schon mal eine freie Republik ausgerufen. Wir haben auch in diesem Rathaussaal den Klimanotstand schon ausgerufen. Wir haben in diesem Rathaussaal auch schon die Postwachstumsgesellschaft begründet. Und insofern sind wir hier in einem guten Raum, um diese Debatten, diese Bögen weiterzuspinnen mit neuen Impulsen, mit neuen ja, Entwicklungen auch auf den großen politischen Ebenen. Und gleichzeitig ist Witzenhausen eben ein gutes Beispiel dafür, dass im Lokalen ganz viel entsteht, dass letztlich der Green New Deal lokal getragen und verantwortet werden muss. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, wenn wir auf den Tischen, nein, nicht auf den Tischen, an den Tischen, vielleicht auch auf den Tischen, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen zu den verschiedenen Themen. Da stehen jeweils die ja, Überschriften, damit ihr auch den Tisch findet, an dem ihr dann seid. Und ihr könnt euch natürlich frei zuordnen. Wir werden jetzt aber nicht hier Open Space machen, weil dafür einfach die Zeit zu knapp ist. Also sucht euch wirklich ein Thema, was euch jetzt anspricht. Dann sammeln wir das und danach gehen wir noch mal kurz ins Plenum und besprechen die wichtigsten Sachen, die zusammengekommen sind. Also es gibt einen Tisch zu Mensch-Natur-Verhältnis, einen Tisch jetzt eben zu klimagerechtig. Da sitzt Sophie. Es gibt einen Tisch zu Green New Deal nochmal, zu dem großen, der ist draußen im Vorraum, da sitzt dann Arif. Dann gibt es noch einen Tisch zu Gewerkschaften und Transformation, da sitzt Desiree da hinten. Und dann gibt es noch einen Tisch zu Klimagerechtigkeit und Postkolonialismus mit Franziska und noch einen weiteren Tisch zu Verkehrsthemen mit Sabine ganz vorne. Okay. Genau, und dein Tisch ist dann da vorne. Ihr könnt euch natürlich auch noch mal kurz ein Getränk schnappen und dann gestärkt an den Tisch kommen, wo ihr eben hin wollt. Wir kommen jetzt trotzdem hier noch mal zusammen mit allen, die noch da sind, um ja, gemeinsam irgendwie einen Abschluss zu finden für diese total inspirierende und ja auch lebhafte Runde hier. Ich habe gesehen, dass ihr an den Tischen viel Gesprächsbedarf hattet und dass das eigentlich auch noch hätte weitergehen können. Aber wie das eben so ist, wenn wir keine 2-Tage-Veranstaltung machen, sondern eine 2-Stunden-Veranstaltung, ist immer zu wenig Zeit. Ich wollte jetzt einfach euch dreien nochmal die Gelegenheit geben, wenn ihr wollt, nochmal irgendwie zu sagen, was jetzt in den Gesprächsrunden besonders bedeutsam war für euch und Arif auch. Du kannst dich jetzt zu uns setzen. Und dann komme ich noch zu einer sozusagen Empfehlung. Und dann macht Silvia noch den allerletzten Abschluss. Also 10 Minuten wird es noch dauern. Franziska, magst du? Ja, gerne. Wir hatten eine ganze Fülle von Themen, was bei dem großen bei den beiden großen Feldern Klimagerechtigkeit und Postkolonialismus natürlich auch überhaupt nicht überraschend ist, dass man da vom Hölzchen auf Stöckchen kommt und auch die Geschichte seit 1492 einen begleitet und auch das all das koloniale Leid und die Traumata und so weiter. Genau, wir haben zuerst mal kurz und kontrovers über E-Mobilität unterhalten und um die Frage, ja, wie ist das mit dem Lithium und den Problematiken, die bei der E-Auto-Produktion auftreten? Wie kann man damit umgehen? Dem man aber natürlich auch gegenübersetzen kann, dass 130 Jahre Produktion von Verbrennerautos natürlich auch erhebliche ökologische Kosten und ökologische Zerstörung nach sich gezogen haben.
wo man also deswegen auch gucken muss, so inwieweit führt man da eine Scheindebatte, inwieweit ist das eine problematische Verteufelung von E-Autos, inwieweit kann man eben dafür kämpfen, dass zum Beispiel durch das Lieferkettengesetz klare und harte Standards eingeführt werden können. Und das Lieferkettengesetz gibt es ja auch auf europäischer Ebene, auch wenn ja neulich von liberaler Seite versucht wurde, das zu verwässern. Das ist sicherlich noch nicht das beste Lieferkettengesetz, was wir haben können, aber sicher aber auch eins, für das man eben noch mal stärker streiten kann. Und ich denke, das könnte halt eine Politikinnovation sein, wo dann eben andere Ökonomien auch davon lernen und wo das dann, also da gibt es in der Politikwissenschaft eine lange, lange Geschichte davon, dass manche Länder eine Politikinnovation reinbringen und dann andere davon lernen und das dann eben sich Stück für Stück in so einer positiv ansteckenden Weise fortsetzt. Energieeinspeisetarife oder Energieauktionen sind zum Beispiel solche Beispiele gewesen, die sich überall ausgebreitet haben. Genau, und dann haben wir uns natürlich auch noch über die Zusammenhänge zwischen Kolonialismus und Klimakrise unterhalten. Wie hängt das überhaupt zusammen? Da gibt es beispielsweise Studien, die eben zeigen, dass all jene ehemaligen Kolonialmächte ihren wirtschaftlichen Aufstieg eben dem Ressourcenextraktivismus aus dem globalen Süden stark verdanken, der Nutzung von fossilen Ressourcen und dass die also allein dadurch schon eine große koloniale und Klimaschuld auf sich geladen haben und deswegen in einer besonderen Verantwortung stehen. Und das ist etwas, was sich inzwischen durch Klimabilanzierung sehr gut sichtbar machen lässt. Und ein weiterer Aspekt davon ist natürlich das Auseinanderklaffen. Diejenigen Staaten, die besonders intensiv zur Klimakrise beigetragen haben und das auch leider weiter tun werden. Und diejenigen Staaten, die besonders intensiv von den Folgen betroffen sind, von Dürren, Hungersnöten, Überflutungen, oder gar dem kompletten Verlust von Staatlichkeit, wenn wir jetzt an Länder in Ozeanen denken. Das sind natürlich ganz andere Staaten und Gesellschaften. Das ist ein extremes Auseinanderklaffen. Und das zu lösen, damit in irgendeiner Weise gerecht umzugehen, ist sehr, sehr schwierig. Es gibt die große Debatte um Klimareparationen, wo gesagt wird, es muss ähnlich wie bei Genoziden bei dieser Form eines Ökozids eine Debatte geben über Wiedergutmachtung, über Schuld, über die Bitte um Entschuldigung. Und darum, dass eben direkt Reparationsgelder fließen müssen. Und die Art und Weise, wie es bisher über Fonds versucht wird zu lösen, etwa über den Loss and Damage Fund im Rahmen der UN-Klimakonferenz, ist eben noch nicht hinreichend, weil man nicht alle Verluste, nicht alle Krisen, nicht alles Leid, was durch die Klimakrise ausgelöst wird, mit einem Preislabel versehen kann. Das ist einfach zu groß. Man kann auch bei einem Genozid nicht einfach nur mit einem Preisschild sich in irgendeiner Weise von der Schuld freikaufen. Man braucht eine ganz andere Form auch der Schuldanerkennung, der symbolischen Bitte um Entschuldigung, dem Bewusstsein, dass wir im globalen Norden dieses Klimaleid in irgendeiner Weise auch persönlich mittragen. Und das ist ein Prozess, der auch eine philosophische Dimension reinreicht, der auch eine düstere, eine schuldhafte Komponente hat und über die man eben aber natürlich auch sprechen muss, um mit diesem großen ökologischen Leid, mit dem großen ökologischen Trauma umzugehen. Das vielleicht, um das mal schnell zu bündeln. Ich glaube, ich habe nicht alles aufgegriffen, aber ich hoffe, ich bin ein paar Punkten gerecht geworden. Dankeschön. Okay, ihr seht, es wird auch wieder nicht gelingen. Vielleicht gehe ich jetzt mal... dann gehe ich zu dir, Desiree. Macht es knapp und nehmt nur einen Punkt, der euch besonders aufgefallen ist, weil wir sonst echt, und eher auch so die eigene Reflexion, ne? Also was habe ich gelernt in der Diskussion? Ja, wir haben auch über viele Dinge gesprochen, unter anderem über das deutsche und europäische Lieferkettengesetz und wie der Betriebsrat da auch Zugriff hat in einem Betrieb. Aber eigentlich ging es vielmehr darum, was können wir denn als Gewerkschaften machen, weil wir sind ja doch schon ein paar Millionen Menschen, die da organisiert sind. Und da haben wir dann viel über das Streikrecht, wie es momentan ist in Deutschland, gesprochen und wie es sein könnte, dass man halt in Richtung ein politisches Streikrecht auch geht und wir nicht Habeck und Folgen und das Streikrecht einschränken wollen, sondern wenn wir es verändern, wie es zugunsten von Beschäftigten und auch von Menschen abändern. Vielleicht das so. Super, danke schön, Desiree. Jetzt, ihr dürft gerne für das politische Klimastreikrecht auch klatschen, finde ich auch super. Und jetzt würde ich Sophie...
Ja, genau. Ich versuche es auch kurz zu machen. Du hast ja auch gefragt, was wir gelernt haben. Ich habe tatsächlich gelernt, dass Mais für Energie sehr, sehr, sehr viel mehr Fläche frisst als PV-Flächen. Für mich ist das extrem problematisch, das jetzt hier zu sagen und auch noch für die Ewigkeit festgehalten in diesem Video, weil ich aus Schleswig-Holstein kommend habe eine große Abneigung gegen Energie-Maisflächen. Aber PV-Flächen auf Ackerland brechen mir auch das Herz. Und deswegen komme ich vielleicht zu dem Punkt, der mein Thema sozusagen abschließt. Wir brauchen noch viel größere und umfassendere Lösungen und nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern wie Audre Lorde sagen würde, steht da auf Franziskas Pulli, dadurch bin ich inspiriert, the master's tools will never dismantle the master's house. Genau, das ist... Ah ja, klar, ich übersetze vielleicht ein bisschen frei, also das, mit dem wir in die Krise geraten sind, wird uns niemals da rausbringen. Wir brauchen ganz andere Lösungen. Ja, danke schön. Jetzt darfst du noch sagen, was bei dir am Tisch dich inspiriert hat. Genau, ich hab ja versucht, Juliane würdig zu vertreten. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Juliane, du dientest mir natürlich als Quelle für meine Aussagen. Wir haben uns tatsächlich damit beschäftigt, chronologisch, zeitlich, dass von dem ersten Rooseveltschen Deal bis hin zu den neuen Konzepten, die vorgeschlagen werden, aufzuzeichnen. Also von dem Rooseveltschen Deal nach der Weltwirtschaftskrise in den 30 Jahren bis zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und dann die Vorschläge in GB und anschließend Großbritannien und anschließend die Vorschläge, die in den USA vorgelegt worden sind. Und die Vorschläge, die du aufgegriffen hast in deinem Buch. So, als was würdest du denn, ich wurde gefragt, was ich denn eigentlich für Lösungskonzepte hätte. Ich habe jetzt zwei sind mir in Erinnerung geblieben, die ich genannt habe. Einmal Wirtschaftsdemokratie, das heißt die Betriebe demokratisieren, die Beteiligung der Belegschaft, aber auch an den Profiten. Also nicht nur an den Entscheidungen, sondern auch an den Profiten tatsächlich zu ermöglichen. Das wäre das andere. Und das zweite wäre, worauf du schon hingewiesen hast, das war die Beteiligungsmöglichkeiten von den Regionen, die es betrifft. Ja, jede Region ist unterschiedlich, darüber hatten wir uns vorhin schon unterhalten. Und da muss einfach eine Partizipation ermöglicht werden, das heißt, die Demokratie noch tatsächlich tiefgründiger da umgesetzt werden. Aber jetzt würde ich das Wort dennoch dir, Juliane, übergeben und fragen, ob du tatsächlich da noch, wäre das möglich? Eine Minute, ob du noch Vorschläge hättest, erweitern würdest, die Vorschläge, die ich habe, oder vielleicht auch kritisieren würdest. Bitte sehr. Dann komme ich zum Abschluss noch einmal rein. Genau, ganz kurz, genau, also ein Punkt. Care-Arbeit mit thematisieren, weil das sind tatsächlich die CO2-neutralen Jobs der Zukunft, sozusagen nicht mehr Produktion, sondern auch Reproduktion stärker betonen, Eigentumsverhältnisse thematisieren, Ungleichheit verringern. Ich glaube, ja, das wäre jetzt noch mein Zusatz. Genau, und öffentlicher Luxus, genau. Also was wer quasi ein gutes Schwimmbad in der Nähe hat, braucht kein eigenes. Danke, Juliane. Ich sage es nochmal, Care-Arbeit, also die Sorgearbeit, das Wort konnte man schlecht verstehen. Wir haben leider, Juliane, so eine ein bisschen schlechte Akustik, deshalb, genau. Aber super, dass du dich nochmal hier eingeklinkt hast. Bevor jetzt das allerletzte Wort Silvia zufällt, will ich noch eine heiße Empfehlung für die Rosa-Luxemburg-Stiftung abgeben. Also wenn ihr da vorne an dem Tisch seid und guckt, was da alles ausliegt, dann werdet ihr schon sagen, wow. Und ich will eine Broschüre, die ich jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal entdeckt habe, immer bei Veranstaltungen liegen da die tollen Broschüren. Denn wir sind ja in der Situation inzwischen, dass selbst der mistige Green Deal der EU total unter Beschuss gerät von den Rechten und Ultrarechten. Das muss man sich ganz klar machen. Also da gibt es große Befürchtungen, dass das Rad sozusagen noch wieder zurückgedreht wird, obwohl es schon nicht richtig gut in die richtige Richtung läuft. Und mit dieser Broschüre hier, die heißt Die Welt läuft heiß, Europas Rechte läuft sich warm, wie die rassistische Rechte die Klimakrise für sich nutzt und was wir dagegen tun können. Da sind total viele Aspekte und Argumente zusammengetragen. Das wäre eine Broschüre, wo ich sagen würde, muss man jetzt vor der EU-Wahl lesen. Alle Broschüren, alle Publikationen der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt es kostenlos.
Ihr könnt es einfach auf der Homepage angucken. Ihr werdet alles finden, was das Herz begehrt, und es euch bestellen, nach Hause bestellen. Macht es. Macht es, nutzt diese Möglichkeit. Und mein dringender Appell: natürlich geht ihr wählen am 9. Juni, da habe ich überhaupt keine Zweifel, aber überlegt euch eine Person, von der ihr fürchtet, dass sie nicht wählen geht, und redet mit ihr. Einfach mit ihr reden und erklären, warum ihr wählen geht. Weil es wirklich darauf ankommt, dass auch auf europäischer Ebene die Rechten und Ultrarechten nicht das Heft in die Hand kriegen.